Ja, willkommen zu meinem Vortrag über OSM2PGSQL und was es Neues gibt vom Projekt. OSM2PGSQL ist eine Software, um OpenStreetMap-Daten in eine PostgreSQL-Datenbank zu importieren und sie dort gegebenenfalls abzudaten. Das heißt, der erste Pfeil, den wir in der Grafik hier haben, von OpenStreetMap in die Datenbank, das ist das, was OSM2PGSQL macht. Was danach dann mit den Daten passiert, ist nicht mehr die Aufgabe von OSM2PGSQL. Das kann alles Mögliche sein. Typisch zum Beispiel ist, dass dann Rasterteils draus gerendert werden oder auch Vektorteils, dass man daraus Karten mit QGIS erzeugt oder anderen grafischen Kartenprogrammen. Man kann die Geodaten analysieren mit den Funktionen von Postgres bzw. PostGIS oder man kann die Daten zum Beispiel in andere Formate exportieren. Es gibt alle möglichen Anwendungen, die wir machen können mit den Daten, aber das ist dann alles nicht mehr Aufgabe von OSM2PGSQL. Die bekannteste Anwendung für OSM2PGSQL ist sicher die Standardkarte. Wenn man auf openstreetmap.org geht, die Karte, die man da sieht und auch viele von den anderen Karten, auf die man dort umstellen kann oder die man sonst so in der Welt sieht mit OpenStreetMap-Daten, solche Karten sind häufig auf Basis von OSM2PGSQL gemacht. Und auch der Geocoder Nominatim benutzt OSM2PGSQL, um die Daten in die Datenbank zu importieren. Das heißt, die Suche, die man hat, wenn man auf openstreetmap.org geht, das ist auch basiert auch auf OSM2PGSQL letztlich. Das Projekt gibt es seit 2006. Verschiedene Maintainer haben das über die Jahre immer wieder weitergeführt. Erst in C entwickelt, später in C++. Dann ist es Stück für Stück erweitert worden. Und seit Ende 2019 etwa bin ich selber da auch mit aktiv dabei und habe eine ganze Menge Änderungen eingebaut seither, über die ich ein bisschen erzählen will in diesem Vortrag. Die Entwicklung ist teilweise bezahlt gewesen, sonst hätte ich so viel Zeit da gar nicht reinstecken können. Und daher gleich mal vielen Dank an meine Sponsoren, die Firma ThunderForest, die OpenStreetMap Foundation und Geofabrik, die mir das ermöglicht haben, einige von diesen Änderungen einzubauen. Was OSM2PGSQL schon immer in Features hat, nur ganz kurz, läuft unter Linux, Windows, macOS, kann jedes OSM-Format lesen, XML oder PBF oder sonstige Formate, kann die Geometrien in jede Projektion überführen, die man gerne benutzen will. Normalerweise ist das Mercator für Webkarten, aber es geht eben auch jede andere. Die Geometrien werden geprüft beim Import. Das heißt, man ist sich dann sicher, dass die auch korrekt valide Geometrien sind. Und wenn man die Daten weiterverarbeiten will, ist das häufig ganz nützlich, weil man sonst in ganz viele Probleme laufen kann. OSM2PGSQL skaliert von beliebig kleinen Geographenausschnitten bis Planeten. Das heißt, ich kann die Daten von meiner kleinen Stadt importieren oder die Daten vom ganzen Planeten und OSM2PGSQL kann damit zurechtkommen. Hängt natürlich von der Hardware ab, aber auf selbst einem vernünftigen, heutzutage aktuellen Server ist es kein Problem, den Planeten zu importieren und dann auch zu aktualisieren. Ne? Das ist auch ein Feature von OSM2PGSQL, dass man die Daten weiterführen kann und deswegen mit allen Änderungen in OpenStreetMap auch immer mithalten kann. So, was gibt's Neues? Als erstes mal die Webseite. Das war auch die Finanzierung von der OpenStreetMap Foundation, die ermöglicht hat, da mal eine ordentliche Projektwebseite aufzusetzen. Bisher war die Dokumentation und diese Dinge alle im Wiki sehr unübersichtlich, unvollständig. Man muss sich häufig Sachen zusammensuchen aus irgendwelchen Blogs hier und dort. Häufig stimmten die Sachen auch nicht mehr, weil sie völlig veraltet waren und für OSM2PGSQL von vor 3 Jahren vielleicht funktioniert haben, aber jetzt nicht mehr. Da bin ich mal durchgegangen und habe halt alle Informationen gesammelt und auch ganz viel selber neu geschrieben. Und jetzt gibt es eine Projektwebseite, die die üblichen Dinge hat, eine sehr ausführliche Anleitung eigentlich. Die ist noch nicht vollständig, da muss noch einiges dazu, aber es ist schon mal wesentlich mehr, als wir jemals vorher hatten. Wir haben eine FAQ, wir haben News, wir haben diverse Anwendungsbeispiele, wo man einfach mal sieht, wie man OSM2PGSQL in einem konkreten Beispiel benutzen kann, zum Beispiel, wenn man Vektorteils damit erzeugen will oder so.
All diese Informationen ergibt es auf osm2pgsql.org. Genau. Und ja, jetzt will ich mal reden über die neuen Versionen, was sich so im letzten Jahr getan hat. Das ist jetzt auf dem Stand der Version 1.5.0, die wir vor kurzem released haben. Da ist als erstes mal eine deutliche Verbesserung beim Speicherverbrauch zu verzeichnen. Es gibt verschiedene Modi, in denen OSM2PGSQL laufen kann. Entweder werden Daten im RAM zwischengespeichert oder in der Datenbank. Und in dem Fall, wo sie in der Datenbank gespeichert werden, kann auch ein zusätzliches Caching im RAM benutzt werden. Und in all diesen Fällen wird jetzt deutlich weniger RAM benutzt als vorher. Und damit ist es jetzt auch möglich, viel größere Kartenausschnitte einfach so zu importieren. Es geht schneller dadurch und es ist halt viel einfacher geworden. Es ist also kein Problem, auf einem normalen Laptop oder so die Daten für ganz Deutschland zu importieren. Und wenn man ein bisschen größeren Rechner hat, dann vielleicht eben auch für ganz Europa und mit dieser Zwischenspeicherung RAM. Ja, das macht es doch alles viel einfacher. Für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, in dem sogenannten Non-Slim-Mode, also wenn alle Daten im RAM gespeichert werden, kann man so als Daumenregel nehmen, ich nehme die PBF-Filegröße von meinen Input-Daten und multipliziere das mit 2,5 und das ist ungefähr die Größe, wie viel RAM ich brauche, um das importieren zu können. Und das heißt, ein Europa-File, was, ich weiß nicht, 30 GB oder sowas groß hat, das kann man eben auf einem normalen 64 GB-Rechner kann man das immer noch ganz gut importieren. Wir haben ganz viel an der Log-Ausgabe oder überhaupt der Ausgabe vom Programm getan. Alle Zeilen haben jetzt einen Timestamp. Man kann einstellen, welchen Log-Level will man mehr oder weniger Meldungen haben. Es gibt Farbausgabe, wenn der Rechner das kann. Das heißt, ich sehe die Warnungen und Fehler sehe ich in Rot. Das macht alles so ein bisschen übersichtlicher und einfacher. Auch dadurch, dass wir ganz viele Fehlermeldungen verbessert haben, klarer sagen, was denn eigentlich das Problem ist, wird einfach die Benutzung viel, viel einfacher, als es das früher als war, wo man doch ein bisschen der Spezialist sein musste, um rauszukriegen, was einem OSM2PGSQL eigentlich sagen möchte. Wir haben auch intern ganz viel aufgeräumt, viele kleine und große Bugfixes, aber auch einfach den Code aufgeräumt und modernisiert. Das ist eine gute Basis jetzt, um weitere Verbesserungen einzubauen, was vorher teilweise etwas schwierig war, weil man immer sich erst durch allen möglichen alten Kram durchwühlen musste, bis man irgendwie eine Verbesserung machen konnte. Und da sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Sonstige Neuerungen bei den Eingabedaten ist es jetzt so, dass wir keine negativen IDs mehr ermöglichen. Und Objekte müssen auch jetzt immer sortiert sein in Eingabedateien. Beides ist für 99% der Anwender kein Problem, weil alle die OSM-Daten, die man so runterlädt, ob es jetzt ein Planet ist oder irgendwelche Ausschnitte, die haben keine negativen IDs, die haben sortierte Objekte und deswegen haben wir gesagt, das machen wir. Das ist zwar sozusagen in der Funktionalität ein kleiner Rückschritt, aber der ermöglicht so viele Verbesserungen, gerade eben was den RAM-Verbrauch angeht und das lohnt sich hier. Was jetzt geht, sind beliebig große IDs, das heißt OpenStreetMap hat ja angefangen von 1 her die IDs zu vergeben. Und wenn man jetzt eigene OSM-Daten dazu tun möchte oder eigene Daten erzeugen möchte zu den OSM-Daten dazu, die werden gerne dafür entweder negative IDs oder irgendwelche großen IDs benutzt, die nicht kollidieren mit den IDs, die OSM vergeben hat. Und darüber kann man also auch weitere Daten dazu tun. Das geht jetzt. Was durch diese Neuerungen auch geht, dadurch, dass wir das verlangen mit dem Sortieren, kann man jetzt mehrere Dateien in einem Durchgang lesen. Das heißt, ich sage OSM2PGSQL Kommandozeile und gebe dann nicht nur eine Datei an, sondern mehrere. Und das ging früher so manchmal und manchmal auch nicht. Und das war so nicht ganz klar definiert, aber inzwischen geht das jetzt. Und es ist garantiert, dass es auch funktioniert, wenn die Daten vom gleichen Zeitpunkt sind. Das heißt, wenn man jetzt einen Deutschland-Extrakt zum Beispiel hat und einen Schweiz-Extrakt und die sind am gleichen Tag erzeugt worden, dann kann man die einfach so auf der Kommandozeile eingeben und es wird einfach die werden zusammen importiert, als ob es eine Datei wäre.
Die wesentlichen Änderungen haben sich aber bei den Outputs ergeben. Das ist die große Änderung. Der Output bestimmt, wie genau die Daten in die Datenbank geschrieben werden. Und bisher haben wir den PGSQL-Output gehabt. Das ist der Standard-Output, den man normalerweise benutzt. Der ist jetzt so ein bisschen, er ist noch nicht deprecated, er wird weiter gepflegt und so kriegt aber keine neuen Features mehr. Das ist halt sozusagen das Auslaufmodell. Es gab den Gazetteer-Output, der speziell für Nominatim verwendet wird. Nominatim weiß, dass es den benutzen muss und sonst braucht man den nicht. Dann gab es bisher einen Output namens Multi. Das war so ein erster Versuch, wie man vielleicht das ein bisschen flexibler machen konnte, mehr Tabellen benutzen und so weiter. Das hat aber alles nie so richtig funktioniert und ist nicht angenommen worden. Und also ich weiß von niemandem, der das benutzt hat, ernsthaft. Und wir haben den jetzt ausgebaut wieder, den gibt es nicht mehr. Und neu gibt es eben diesen Flex-Output, der viel flexibler, mit dem man viel flexibler festlegen kann, welche Daten wohin gehen sollen. Und darüber werde ich dann gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ne? Also der PGSQL-Output hat relativ begrenzte Möglichkeiten, es sind immer festgelegt, dass es genau 4 Tabellen gibt, wo die Daten reingehen. Man muss mit sehr vielen Kommandozeilenoptionen festlegen, wie man das genau haben möchte, plus noch ein Config-Datei. Es war alles sehr unübersichtlich. Jetzt gibt es diesen Flex-Output, der einem es erlaubt, sehr flexibel zu sagen, welche Daten denn importiert werden sollen, wo die hingehen sollen, wie die konvertiert werden sollen und so. Und hier passiert die ganze Konfiguration über ein Config-File, in dem Lua-Code steht. Lua ist eine Programmiersprache, die man leicht embedden kann. Und bisher hat OSM2PGSQL Lua auch schon verwendet im PGSQL-Output, aber in einer sehr eingeschränkten Form. Und im Flex-Output ist es jetzt wesentlich flexibler geworden. Letztlich, das Problem, was wir versuchen damit zu lösen, ist irgendwie so eine Quadratur des Kreises. Wir haben irgendwo die Daten des Planeten, die bei OSM halt Tags verwenden, also nur Key gleich Value Tags, in Textformat. Und wir brauchen die Daten aber in einer Form, wie sie gut in der Postgres weiterverarbeitbar sind, wie sie gut von den Renderern benutzt werden kann. Also wir brauchen sie in dieser Tabellenform und diese Konvertierung, das macht der Flex-Output. Was man im Flex-Output jetzt als erstes schon mal machen kann, ist, man kann angeben, dass man eben nicht alles in eine Tabelle haben will, sondern man kann beliebig viele Tabellen angeben und man kann beliebig damit auch aufteilen, wo die Daten hin sollen. Also erste Aufgabe, die das Flex-Backend löst, ist, die man mit dem Flex-Backend lösen kann, ist zu konfigurieren, welche Tabellen möchte ich genau haben, welche Spalten soll es in diesen Tabellen geben, welche Datentypen sollen in diese Spalten rein. Dazu schreibt man so ein bisschen Lua-Code, also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ausschnitt. Ne, man sagt hier define NoTable, das heißt, ich möchte eine Tabelle definieren, wo dann OpenStreetMap Nodes reingehen. Die soll Points heißen, die Tabelle, und die soll eine Spalte haben, die Tags heißt, und der Typ dieser Spalte soll JSONB sein. Man kann auch HStore zum Beispiel verwenden, wenn man das möchte. Eine Geometrie-Spalte kriegt die Tabelle automatisch. Das heißt, in diesem Falle hätte ich jetzt eine Tabelle erzeugt, die 2 Spalten hat, eine Geometrie-Spalte mit den Punktinformationen und eine Spalte, die Tags heißt, wo alle Tags in einem JSON kodiert drin sind. Das Problem ist so ein bisschen, wenn ich das alles nur in dem JSON drin habe, dann muss ich es auch nachher alles wieder auseinanderfriemeln und dann kommt man zu solchen Riesenqueries. Das ist jetzt aus dem OSM-Cardo-Stil rausgeklaut, also der Stil für die Standardkarte. Da gibt es solche Riesenqueries, die über Seiten und Seiten geht das hier noch weiter, diese Queries. Und diese eine Query geht hier noch viele, viele Seiten weiter und wird total unübersichtlich. Und was man ja eigentlich haben will, ist eine vernünftige Tabellenstruktur, in der man dann leicht Dinge abfragen kann. Das kann man eben mit dem Flex-Backend auch definieren. Hier habe ich jetzt eine Way-Tabelle definiert, also eine, wo OpenStreetMap Ways reingehen. Die soll Highways heißen. Die hat 4 Spalten plus die Geometrie-Spalte. Eine Spalte soll Name heißen, soll eine Textspalte sein, es soll eine Spalte
Type geben. Das soll auch eine Textspalte sein und die darf nicht null sein, weil ich muss ja wissen, was für ein Typ der Halve haben soll. Ein Halve kann nicht keinen Typ haben. Ich möchte eine One-Way-Spalte, die soll den speziellen Typ Direction haben. Direction ist ein Typ, der von FlexBackend definiert wird und der drei Werte haben kann. 0 für ist keine Einbahnstraße, 1 für die Einbahnstraße geht in Richtung der Weggeometrie, also in Richtung des Line-Strings, oder minus 1 für geht in die andere Richtung. Und ich möchte eine Spalte MaxSpeed haben und die soll den Typen Integer haben, ja, weil ich möchte haben in Kilometer pro Stunde, wie viel hier meine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. So, jetzt habe ich also definiert, wo die Daten hin sollen und dann muss ich aber noch sagen, welche Daten will ich denn überhaupt da drin haben und welche sollen wohin gehen. Ich habe möglicherweise mehrere Tabellen definiert und möchte jetzt genau festlegen, welche Daten wohin gehen sollen. Und dafür definiere ich Funktionen in dem Konfigurationsfall. Hier eine Funktion ProcessWay. Das heißt, diese Funktion wird aufgerufen quasi für jeden Way, der in den OpenStreetMap-Daten drin ist. Und hier kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, ne, if Object Tags Highway, das heißt, ich hole mir die Tags von diesem Way-Objekt. Und wenn es einen Highway-Tag hat, dann möchte ich es bitte in die Highway-Tabelle einfügen. Das kann ich für verschiedene Tabellen und Tags und so weiter dann jeweils machen. Es gibt drei Funktionen, die ich definieren kann. ProcessNode, ProcessWay und ProcessRelation für die drei verschiedenen Datentypen, die OpenStreetMap anbietet. Dabei bin ich jetzt auch nicht darauf angewiesen, dass bestimmte Tags in bestimmten Tabellen landen oder sowas, sondern ich kann es flexibel in jeder Richtung verändern. Hier habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, ich möchte alle Tags Land Use gleich Forest und alle Tags Natural gleich Wood möchten bitte in der Wälder-Tabelle landen, weil es mir egal ist. Die OpenStreetMap benutzt diese zwei verschiedenen Tags für Wälder, die für natürliche Wälder bzw. forstwirtschaftlich genutzte Wälder. Und meistens ist einem das egal, man will einfach eine grüne Fläche darstellen. Dann kann man eine Tabelle haben und sagen, okay, egal, ob es diese oder diese hat, Tags hat, es soll bitte in der einen Tabelle landen. Das geht auch andersrum. Wenn ich jetzt ein Objekt habe, hier zum Beispiel ein Node-Objekt, und es hat einen Shop-Tag, also ist irgendein Laden, dann soll es in der Laden- oder Läden-Tabelle landen. Und wenn es eine Adresse hat, dann soll es in Adressentabellen landen. Und wenn es halt beides hat, sowohl einen Shop-Tag, also es ist ein Laden, der auch eine Adresse hat, dann landet es halt in beiden Tabellen. Das kann ich ganz einfach dadurch festlegen und habe volle Flexibilität. So, jetzt habe ich also die Tabellen definiert. Ich habe mal gesagt, okay, welche Daten will ich denn, ne, durch meine Filter, meine If-Then-Filter habe ich festgelegt, welche Daten mich interessieren. Und jetzt muss ich noch gucken, wie ich die Daten richtig in meine Spalten reinbekomme. Und dafür kann ich dem Add-Rauf-Funktion Parameter geben. Hier habe ich also jetzt wieder gesagt, ne, unser Beispiel mit dem Highway. Ich möchte alles, was ein Highway hat, in der Highways-Tabelle speichern. Und als erstes will ich den Name-Tag nehmen aus dem Objekt und der soll in der Namenspalte landen. Dann will ich den Highway-Tag nehmen und der soll im Typ landen. Dadurch, dass ich oben die Abfrage habe, dass ein Objekt nur dann, wenn es überhaupt einen Highway-Tag hat, überhaupt in der Tabelle landet, bin ich auch sicher, dass im Type immer was drinsteht und deswegen habe ich den ja auch als Not 0 definieren können. Wenn ich einen One-Way-Tag habe, dann soll der in der One-Way-Spalte landen. Wenn ich den nicht habe, also wenn der Tag gar nicht existiert, dann soll der Default-Wert 0 hier reingeschrieben werden. Und bei der Geschwindigkeitsbeschränkung, da ist es so ein bisschen aufwendiger. Da habe ich mir jetzt selber eine Funktion definiert, die Speed heißt, die aus dem MaxSpeed-Tag, wie er von OSM kommt, dann eine Geschwindigkeitsbeschränkung berechnet. So eine Funktion kann ich in Lua definieren. Das würde jetzt in dem Fall erstmal gucken, zum Beispiel, dass es die Daten, die als Text vorliegen, also diese Input-Daten, das ist ja der MaxSpeed-Tag, die liegen als Text vor und dass ich da eine Zahl draus mache. Und wenn da eine Zahl bei rausgekommen ist, dann nehme ich diese Zahl. Es kann aber auch da sowas drinstehen wie 55 Miles per Hour. Dann muss das umformatiert werden, weil ich es konvertiert werden, weil ich von Miles
pro Stunde, Meilen pro Stunde auf Kilometer pro Stunde umrechnen möchte. Ne? Ich gucke also nach, wenn die letzten drei Buchstaben in meinen Inputdaten MPH sind, dann muss ich eine weitere Verarbeitung machen. Und die habe ich jetzt im Detail hier nicht aufgeführt, aber es ist klar, dass man so die Sachen programmieren kann und für Stück sich zusammensetzen kann, die Konvertierung, die man alle braucht. Und dann muss ich es später nicht mehr in der Datenbank machen, sondern habe in der Datenbank schon saubere Daten drin. Wer erinnert sich an dieses Bild? Das war, ich glaube, letzten August kam Microsoft mit dem neuen Flight Simulator raus. Und da hat dann irgendjemand entdeckt, dass in Melbourne ein 212 Stockwerke hohes Hochhaus steht, mitten in einer Wohngegend. Und dann konnte man da um diesen riesen Monolithen drumherum fliegen. Und das sind OpenStreetMap-Daten, die Microsoft hier verwendet hat, um ihren Flugsimulator mit halbwegs realistischen Daten zu füllen. Und dabei ist halt einmal ist mal ein Fehler unterlaufen, hat statt zwei Stockwerken 212 Stockwerke eingetragen für dieses Gebäude. Und deswegen kam dann halt sowas bei raus. Und damit einem sowas nicht passiert, möchte man eigentlich die Daten beim Import in seine Datenbank säubern, möchte checken, sind die irgendwie plausibel, sind irgendwelche Daten im richtigen Gültigkeitsbereich und so weiter, und sonst schmeißt man sie weg oder warnt vielleicht oder so. Und das kann man auch machen mit diesem Lua-Code. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Process-Value-Funktion habe, die guckt nach, hier in dem Fall hat das Ding einen Building-Tag, das ist ein Gebäude, dieses Value-Objekt. Wenn ja, guckt es nach, wie viele Stockwerke das Gebäude hat mit dem Building Levels Tag. Und wenn es mehr als 20 Stockwerke hat, dann sagt es, ich tue mal lieber in diesem Beispiel jetzt hier die Stockwerkszahl auf 0 setzen, weil ich nicht so sicher bin, ob das überhaupt Sinn macht. In Wirklichkeit sind solche Überprüfungen natürlich ein bisschen aufwendiger, aber das kann man mit diesen Lua-Funktionen eben weitermachen. Gut, es gibt noch eine weitere Funktion, die jetzt durch das Flex-Backend oder den Flex-Backend gekommen ist. Das ist das Two-Stage-Processing. Da geht es darum, ich werde das jetzt im Detail nicht erklären, wie das funktioniert. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber es geht letztlich darum, wenn ich sowas habe wie eine Wanderkarte hier oder auch eine Karte mit Busrouten oder so, dann habe ich typischerweise das Problem, dass die Informationen hier jetzt über die Symbole und die Einordnung der Wanderwege, die ist an den Relationen dran und nicht an den Wegen. Ich muss aber an den Wegen die Symbole zeichnen. Das heißt, ich brauche die Informationen von den Relationen, zu was für einem Typ Wanderweg jetzt ein bestimmter Weg gehört. Und damit ich den richtig zeichnen kann. Und das hat man hier bei den Wanderwegen, das hat man aber auch zum Beispiel bei Autobahnen, die dann so ein Autobahn-Shield haben, also dieses Autobahn-Symbol, wenn man das richtig rendern will und solchen Sachen. Und die Waymark Trails-Webseite, aus der ich hier den Screenshot habe, die macht das mit einer aufwendigen eigenen Verarbeitung. Aber wir wollen mal dahin kommen, dass man das mit OSM2PGSQL machen kann. Und da gibt es jetzt im Flex-Backend diese Funktion mit dem Two-Stage-Processing. Das erlaubt einem, indem die Daten zweifach verarbeitet werden, deswegen Two-Stage-Processing, kann man da Daten aus den Relationen oder Tags aus den Relationen auf die Wege übertragen. Und damit sowas wie möglicherweise Wanderwege oder Busrouten und so weiter besser dann. Ist aber so ein bisschen so ein Spezialthema, für die Leute, die halt noch den extra Level haben wollen. Jetzt will ich mal ein bisschen über zwei typische Use Cases reden. OSM2PGSQL-Users und OSM2PGSQL-Benutzer teilen sich so ein bisschen auf. Und dann gibt es auf der einen Seite die Leute, die eigentlich nur so einen einmaligen kleinen Import machen wollen, sagen vielleicht, okay, ich möchte irgendwie die Karte von meinem Ort rendern, von meiner Stadt rendern oder auch einen thematischen Ausschnitt machen. Das heißt, dass jemand sagt, okay, ich will eben Wanderwege
nur rendern oder ich will nur Gebäude rendern oder was es auch immer ist. Und wo die typische Arbeitsweise ist, ich importiere diese Daten einmal, dann mache ich damit irgendwas, dann schmeiße ich sie wieder weg, dann importiere ich andere Daten, arbeite mit denen, schmeiße sie wieder weg. Immer wieder angepasst auf die Gegebenheit für den Spezialfall. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, ich möchte eine Karte für den ganzen Planeten haben, die alle möglichen Daten enthält und ich möchte die Daten importieren, ich möchte sie dann aber regelmäßig updaten, möglicherweise sogar jede Minute. Es gibt ja Änderungen einmal pro Minute von OpenStreetMap und ich möchte die nachführen. Und beide diese auseinanderliegenden Use Cases werden von OSM2PGSQL gut unterstützt und auch alles dazwischen. Aber die Benutzung ist halt so ein bisschen verschieden. Und jetzt will ich über so ein paar Sachen reden, was wir für beide Use Cases gemacht haben, um die zu verbessern. Als Beispiel einfach mal, wenn ich alle Eisenbahnen dieser Welt rendern möchte, dann kann ich das einfach mit OSM2PGSQL importieren. Wird aber wahrscheinlich eine Weile dauern, weil ich den ganzen Planeten durchackern muss. Ich empfehle da immer, erst Osmium zu benutzen, um die relevanten, also ganz grob die relevanten Daten rauszufiltern und dann OSM2PGSQL, um sie wirklich zu importieren. Das ist so ein bisschen unpraktisch, wenn man die Daten immer wieder updaten will, aber wenn man das eh nicht will, dann kann man das damit ganz gut machen. Also in diesem Falle sagt zum Beispiel Osmium Tags Filter Planet OSM, das heißt, ich filtere aus dem Planet und sage, ich möchte alle Ways haben, die in Railways tagen und die Ausgabe soll in der Railways OSM PBF gehen. Das geht so 5 bis 10 Minuten, je nachdem, was für eine Maschine man hat und braucht weniger als 4 GB RAM, um das machen zu können. Und dann rufe ich OSM2PGSQL auf. Hier sage ich jetzt, ich möchte eine Datenbank namens Railways erzeugen. Ich möchte das Flex-Backend benutzen, das Flex-Output benutzen und als Konfigurationsfall die Datei Generic Lua benutzen. Die ist als Beispiel mit dabei. Die importiert quasi alle Daten einfach mal als im JSON, also alle Tags als JSON. Das ist so das Einfachste, um mal anfangen zu können. Und soll jetzt diese Railways-Datei importieren und das geht nur 1-2 Minuten. Und dann habe ich also innerhalb von weniger als 10 Minuten und in dem Fall mit dem RAM-Verbrauch von weniger als 4 GB habe ich diese Daten importiert. Ein bisschen RAM braucht man vielleicht noch als Cache für die Datenbank, aber mit 8 GB in dem Fall oder 16 lässt sich das bequem machen. Bei größeren Datenmengen braucht man halt ein bisschen entsprechend mehr. Aber damit kann ich also, mit diesem Vorgehen kann ich sehr einfach und sehr schnell ad hoc mal Daten importieren, dann kann ich mir die anschauen, dann kann ich die Lua-Datei verändern und kann sie anpassen und das, was ich vorhin alles erzählt habe, die Daten entsprechend aufräumen und so weiter. Das ist also möglich durch die Verbesserungen in der letzten Zeit durchs Flex-Backend oder durch das, dadurch, dass wir weniger RAM brauchen, geht das alles viel schneller und einfacher. Ja, und dann kriegt man halt sowas raus. Also hier sind jetzt mal alle Eisenbahnlinien der Welt dargestellt. Bei dem anderen Fall, ich möchte Daten importieren und dann auch aktuell halten. Das war immer so ein bisschen so ein Krampf. Ne? Man muss die einmal importieren und dann muss man irgendwie dem aktuell halten. Da gab es verschiedene Programme. Man kann das mit Osmium machen, man kann das mit Osmosis machen. Man kann es mit OSM-Update machen. Es gab verschiedene Möglichkeiten, wie man die Daten aktuell halten kann. Man musste dann immer wieder die geänderten Daten mit OSM2PGSQL importieren. Seit neuestem gibt es jetzt bei OSM2PGSQL ist ein Python-Skript dabei, das Daten aktuell halten kann und OSM2PGSQL passend aufruft. Man muss einmal OSM2PGSQL mit den normalen --create, --slim und so weiter benutzen, um die Daten zu importieren. Dann einmal mit OSM2PGSQL-Replication mit dem Programm, also das ist ein Python-Programm, das heißt OSM2PGSQL-Replication mit init, also eine Replikation aufsetzen. Und dann muss man einfach regelmäßig einmal pro Minute oder einmal pro Stunde oder einmal pro Tag, wie man das halt machen möchte, dieses OSM2PGSQL-Replication-Update aufrufen. Und das holt sich dann automatisch von OpenStreetMap die aktuellen Daten und füttert die wieder an OSM2PGSQL. Also intern ruft das quasi OSM2PGSQL-append auf. Und
Damit kann man also jetzt Daten vom Planeten aktuell halten oder zum Beispiel die Geofabrik bietet auch an für ihre Extrakte, dass es da auch entsprechende Informationen gibt, um die zu aktualisieren, also entsprechende Änderungsdateien, und auch die kann man damit runterladen, und so ist es halt möglich, ohne viel Aufwand eine OSINT-PGS-Geld-Datenbank aktuell zu halten. Genau. Wenn ich einen ganzen Planeten aktuell halten will, das wird immer wieder gefragt, was brauche ich denn dann, wie lange geht denn das und wie viel RAM braucht es und so weiter. Wenn man keinen Ausschnitt nutzen will, sondern wirklich einen ganzen Planeten, dann muss man schon sagen, unter 64 GB RAM macht es keinen Spaß. Macht auch keinen Spaß, wenn man keine SSD-Platte hat, sondern noch eine alte Drehplatte, damit kommt man eigentlich auf keinen grünen Zweig. Also 64 GB sollten es sein. Aber das geht damit auch. Einen Erstimport kann man dann in 12 Stunden, je nachdem, wenn der Rechner nicht ganz so gut ist, dann kann es vielleicht auch 20 Stunden brauchen, kann man einen Erstimport machen, und die minütlichen Updates kann man dann in wenigen Sekunden jeweils einspielen. Das Ganze setzt voraus natürlich, dass man seine Datenbank richtig getuned hat. Ein bisschen, was muss man da schon machen? Die Datenbank, also das Postgres, wenn es so standardmäßig installiert ist auf dem Rechner, ist die Performance nicht gut genug. Da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Das ist auch in der Doku dokumentiert. Da gibt es extra ein Kapitel darüber, wie man seine Datenbank einstellen soll. Und es hängt natürlich von der Anwendung ab und von Hardware und allem Möglichen. Aber es gibt so ein paar Tipps, was man mal machen kann. Und damit kommt man eigentlich ganz gut schon in den Bereich, dass sich damit arbeiten lässt. Ja, wie geht es weiter? OSM2PGSQL will auf jeden Fall eine stabile Plattform sein. Also das ist ganz wichtig für uns, dass OpenStreetMap, dass OSM2PGSQL, wenn es gestern funktioniert hat, heute auch noch funktioniert. Wir versuchen immer kompatibel zu sein zu dem, wie es früher aussah, auch wenn wir ab und zu mal Sachen ändern müssen, aber dann überlegen wir uns das sehr genau. Wir testen auch immer auf den verschiedenen Plattformen. Wir testen mit verschiedenen Datenbankversionen. Auch da hat sich ja jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Die Postgres-Datenbank und die PostGIS, das PostGIS-Extension von Postgres, da hat sich sehr viel getan und sehr viele Sachen sind anders geworden, und wir gucken das uns auch immer an und gucken, wie wir das einerseits nutzen können, aber wie wir andererseits eben auch, wenn irgendwas schief geht, dass wir da mithalten. Wir hatten zum Beispiel das Problem, dass die neueren Postgres-Versionen jetzt JIT benutzen, also Just-in-Time-Compiler, und das bringt in unserem Fall eigentlich nur Nachteile. Deswegen stellt OSM2PGSQL das zum Beispiel aus. Also solche Sachen müssen wir immer wieder darauf achten. Also das Wichtige ist, irgendwie OSM2PGSQL soll stabil weiter funktionieren, weil es von vielen Leuten halt in Produktion genutzt wird. Das Flex-Output ist die Zukunft. Das PGSQL-Output wird es sicher noch eine Weile geben. Das Gazetteer-Output wird es noch eine Weile geben. Aber langfristig wollen wir umstellen, dass sozusagen alles mit dem Flex-Output gemacht werden soll. Und wir werden jetzt viele Neuerungen auch nur in das Flex-Output einbauen. Es ist also heute schon so, dass manche Sachen mit dem PGSQL-Output nicht möglich sind und da nicht eingebaut werden, sondern neue Features landen halt im Flex-Output. Die alten Sachen funktionieren weiter, aber wenn man neue Features haben will, dann muss man umsteigen. Es gibt eine Beispielkonfiguration für das Flex-Output, die versucht, den Output, den alten PGSQL-Output nachzubilden sozusagen. Das ist auch im Großen und Ganzen, macht die genau das Gleiche, was die alte Version gemacht hat. Im Detail gibt es vielleicht Unterschiede, aber im Prinzip kann man damit relativ einfach umstellen und dann eben auch die neuen Features alle bekommen. Was wir gerne mehr machen würden, wäre Geometrieverarbeitung umfangreicher machen und flexibler zu machen. Im Moment ist es so, es werden halt Nodes, Ways und Relations werden halt in Punkte, Line-Strings, Multi-Line-Strings, Polygone, Multipolygone verarbeitet.
Aber sehr viel kann man da nicht einstellen. Und gerade bei Relationen wären noch andere Geometrien vielleicht, die man gerne erzeugen würde. Und was wir bisher auch überhaupt nicht machen, ist Geometrien vereinfachen oder sonst irgendwie umzuformen. Das kann man alles machen, indem man die Daten nach dem Import von OSINT PGSQL weiterverarbeitet. Also zum Beispiel, um die Geometrien zu vereinfachen, kann man einfach entsprechende SQL-Befehle aufrufen. Man kann sich auch entsprechende Trigger bauen, sodass es beim Importieren der Daten durch OSINT PGSQL direkt erfolgt. Das kann man alles machen, ist aber so ein bisschen umständlich und man muss schon wissen, was man tut. Und da sind wir auch noch am Überlegen, wie man das flexibler machen kann, wie wir die Sachen in OSINT PGSQL so einbauen, dass man es direkt dort in der Config mit angeben kann. Und damit soll es dann möglich sein, eben zum Beispiel Liniengeometrien zu vereinfachen oder Polygone auf ihren Mittelpunkt zu beschränken, solche Sachen zu machen, also eine Centroid-Berechnung zu machen, weil es doch für viele Anwendungen sehr, sehr praktisch wäre. Aber das ist noch nicht so ganz klar, wie genau das aussehen soll und wann das kommt. Weiter werden wir natürlich an Performance und Speicherverbrauch arbeiten. Da gibt es schon einige Bereiche, die ich im Auge habe, wo man Sachen noch besser machen kann. Das Problem dabei ist halt häufig, dass, gerade weil wir diese verschiedenen weil wir diese ganz verschiedenen Use Cases haben, muss gucken, dass die Verbesserungen auch in allen Fällen funktionieren und nicht in manchen Fällen dann Verschlechterungen bringen. Und man muss auch immer schauen, wie das mit verschiedenen Datenbankversionen funktioniert und interagiert und solche Dinge. Also da sind wir auch aber auf jeden Fall dran. Da ist noch Luft nach oben. Ein Thema, was ich jetzt, wo ich gar nicht drüber geredet habe in dem Talk hier, ist die Tile-Expiry. Das heißt, wenn ich Vektor-Tiles oder Raster-Tiles erzeuge und die Daten ändern sich in der Datenbank, dann möchte ich wissen, welche Tiles ich neu berechnen muss. Das macht OSINT PGSQL. Es kann eine Liste zur Verfügung stellen von allen Tiles, die neu berechnet werden müssen. Das funktioniert allerdings nicht immer genauso, wie man das haben möchte. Da möchte man auch so ein bisschen mehr Flexibilität noch haben. Und das ist also auch auf der Agenda. All diese Dinge stehen auch in der Roadmap drin. Da habe ich die URL unten aufgezeigt auf unserer Webseite, wo wir so ein bisschen geschrieben haben, was so die Dinge sind, an denen wir arbeiten wollen. Und genau, je nachdem, wie wir halt Zeit haben und wie wir auch Geld haben, können wir an den Sachen arbeiten. Wir brauchen auch Ihre Unterstützung, um weiterhin Open-Source-Entwicklung machen zu können. Das ist alles sehr, sehr aufwendig. Es muss sehr viel getestet werden. Man muss die Fragen der User beantworten, man muss Dokumentationen schreiben und so weiter. Das kostet alles sehr viel Zeit und ist nicht mal was, was man so nebenher machen kann. Und man hat jetzt gesehen im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahre sind schon, indem ich die Möglichkeit hatte, immer wieder auch bezahlt an OSINT PGSQL zu entwickeln, dass ich halt ein bisschen weiter vorankommen konnte. Also wenn Sie OSINT PGSQL einsetzen, sprechen Sie doch mich mal an. Dann finden wir sicher einen Weg, wie Sie uns da auch helfen können, damit wir Ihnen weiterhelfen können. Vielen Dank. Ja, danke Jochen für diesen schönen Einblick in OSINT PGSQL. Wirklich spannend, was da passiert. Und ich glaube, auch wenn es vorher alle kannten, haben wir, glaube ich, alle was Neues gelernt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir noch ein paar Fragen beantwortet bekommen. Es sind relativ viele, von daher müssen wir mal gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen. Wir haben allerdings auch noch ein bisschen. Von daher fangen wir einfach mal an. Da hier eine Frage sehr ähnlich gestellt war. Beide sind zu Fragen zur Replikation. Eine hattest du, glaube ich, zwar auch schon beantwortet im Vortrag, aber machen wir das einfach nochmal. Kann OSINT PGSQL Replications auch auf Datenextrakte der Geofabrik angewendet werden? Und im Anschluss auch dazu nochmal eine sehr ähnliche Frage, ob das auch mit Overpass-API-Ausschnitten funktionieren kann. Ja, das habe ich im Vortrag schon erwähnt, mit den Geofabrik-Ausschnitten, das geht also. Die Geofabrik bietet das an. Es gibt auch ein paar andere, die das, glaube ich, auch machen, dass sie speziell diese Update-Files mit anbieten, mit denen das geht. Mit Overpass-Anfragen geht das meines Wissens nicht. Kann sein, dass man die Overpass dahin bringt,
dass sie einem diese Change-Files auch gibt. Das macht aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil wenn man mit der Overpass arbeitet, dann hat man ja relativ kleine Kartenausschnitte nur. Ich lade ja nicht irgendein ganzes Land mit der Overpass runter. Und das heißt, in dem Fall ist es wahrscheinlich schneller, die Sachen einfach immer komplett wieder neu zu importieren. Genau, und man sieht, dass die Leute es vielleicht selber ausprobieren wollen an der Frage, gibt es die Lua-Skripte, gibt es dafür eine dokumentierte Beispielsammlung? Ja, das gibt es so ein bisschen. Also wir haben zwei Sachen. Ich habe es mal im Chat gepastet. Das eine ist, dass es auf der Webseite so eine Auflistung von Beispielen einfach gibt. Und da sind teilweise auch dann die Lua-Skripte dabei, die ganz genau, also die da benutzt werden, um diese Beispiele umzusetzen. Und wir haben im Repository unter flexconfig gibt es auch eine ganze Sammlung von Beispielskripten, die man teilweise direkt verwenden kann oder wo man lernen kann, so ein bisschen, wie es geht und wo man sich das ein oder andere rauskopieren kann. Und ich würde mich auch freuen, wenn es jetzt mehr Leute verwenden, wenn wir da noch mehr diese Sammlung ausbauen oder vielleicht, ja, mal gucken, irgendwo eine Sammlung aufbauen. Das klingt doch gut. Genau, ich denke also, Leute müssen in den Chat gucken, dann finden die das auf jeden Fall im Zweifel. Findet man das sicherlich auch irgendwie über Google. Dann gibt es zwei Fragen im Vergleich zu Impossum. Die können wir, glaube ich, auch ganz gut zusammenfassen. Zum einen, ob es eine Möglichkeit gibt, also Impossum für alle die es vielleicht nicht kennen, ist quasi auch eine Software zum Importieren von OpenStreetMap-Daten in eine Datenbank. Genau, zum einen gibt es Erfahrung zur Geschwindigkeit im Vergleich dazu und im Anschluss vielleicht direkt gibt es auch wie eine Möglichkeit, die Inputdaten an einem Grenzpolygon zu beschneiden. Also ich habe jetzt selber noch keine Erfahrung mit der Geschwindigkeit aus echten Projekten, sage ich jetzt mal, wo man wirklich das 1:1 miteinander vergleicht. Durch die neuen Änderungen mit dem, das RAM besser benutzen, ist es aber möglich. Also wenn man keine Updates will, dann ist OSM2PGSQL ein ganzes Stück schneller, weil es halt viel mehr Sachen im RAM verarbeiten kann, während Impossum immer irgendwo auf der Platte erstmal eine Datenbank anlegt. Aber das muss man halt gucken in jedem einzelnen Fall. Das führt auch zur zweiten Frage. Nicht alle Features, die Impossum anbietet, gibt es in OSM2PGSQL und umgekehrt. Und dann muss man halt gucken, wenn man diese Features benutzt, wie man das vielleicht anders löst. Ein Grenzpolygon anzugeben, das kann OSM2PGSQL nicht. Ist auch nicht was wir einbauen wollen. Da gibt es eigentlich das Osmium-Tool, das macht es sehr gut und in allen Varianten, wie man das gerne machen möchte. Und dann sollte man das als erstes einsetzen und dann darauf aufbauen. Genau. Und ja, dadurch ist es eben dann auch wieder die Frage, was man dann bei der Geschwindigkeit wirklich vergleichen würde. Genau. Dann noch eine Frage, die auf die Mac-Nutzer zielt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Aktuell konnte man OSM2PGSQL mit Homebrew auf Apple mit Intel installieren. Ist hier was geplant Richtung der neuen M1-Chips von Apple? Also ich sehe eigentlich keinen Grund, warum OSM2PGSQL nicht auf einem M1-Chip genauso zu kompilieren ist wie auf anderen Systemen. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Ich habe kein macOS. Ich weiß auch nicht, wie Homebrew das jetzt genau managt. Ich weiß, dass die OSM2PGSQL packagen, aber ob die dafür jetzt Packages schon anbieten oder wie das aussieht, also weiß ich nicht. Aber ja, wenn es da Probleme gibt, dann wird irgendjemand schon mal uns einen Bug schicken und dann können wir den fixen. Genau, wenn man es dann testen kann, irgendwo muss jemand ein neues MacBook irgendwo rumliegen haben. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Genau, ich gucke mal zwischendurch auf die Uhr. Da die nächsten Talk Lightning Talk sind, können wir die drei Fragen, auch wenn du vielleicht bei der jetzt oben stehenden Frage eigentlich auch schon viel dazu gesagt hast, nochmal durchgehen und bearbeiten. Dann freuen sich die Leute sicherlich auch, wenn die Fragen bearbeitet worden sind. Ich lese die ganze Frage einfach mal kurz vor, weil die doch sehr lang ist. Danke für deine Arbeit an der Software. Verstanden habe ich, dass es für Programmierer einfacher wird und die Daten konsistenter werden, kann man auch globalere Aussagen machen, wie Anwendungen ganz am Ende des Tages davon profitieren, beispielsweise laufen schneller, benötigen weniger Hardware-Ressourcen oder sind weniger Absturz- und fehlergefährdet. Ein bisschen was dazu hattest du ja, meine ich, auch gesagt, aber vielleicht kannst du da noch mal einmal mit einem Satz drauf eingehen. Ja, das ist passt jetzt auch zu der Frage davor. Die Aussage von mir, dass ich davon ausgehe, dass es auf dem M1-Chip einfach so funktioniert,
liegt zum Beispiel auch daran, dass ich eben weiß, wie der Code aussieht und dass wir viel aufgeräumt haben und viel von dem uralten Code, der immer mit irgendwelche Warnungen geschmissen hat, wenn man ihn kompiliert, aufgeräumt haben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ja da solche Sachen dann weg, solche Probleme weggeräumt worden sind jetzt in letzter Zeit und das wahrscheinlich auf dem M1 funktionieren wird. Aber sonst ist es halt auch so, na, wir haben allgemein die Anwendung ist robuster geworden. Das heißt, dass manche Fehler vielleicht nicht mehr vorkommen oder wenn ein Fehler vorkommt, kriegt man eine bessere Fehlermeldung. Wir hatten teilweise es eben so, dass es irgendwo abgestürzt ist beim Index erstellen und es gab keine Fehlermeldung und die Leute wundern sich dann, was passiert. Das muss man halt finden, die Stelle, und dann es so bauen, dass da eine Fehlermeldung kommt. Und davon ist einfach viel gemacht worden. Und auch die ganze Arbeit, dass das Ding jetzt viel schneller geworden ist, ist auch nur möglich, wenn man identifiziert eben, wo die Bottlenecks sind, was genau passiert, was die verschiedenen User mit der Software machen und so weiter. Und dann erst kann man solche Sachen auf einbauen. Genau, dann halt nochmal eine Frage Richtung Mapping. Die ich nicht ganz verstehe, die Frage, aber du bestimmt. Inwieweit ist das Mapping weiterhin möglich, OSM-Features automatisch in Polygone umzuwandeln? Genau, das ist sowas, ich hatte ja mal die eine Stelle, wo ich mir selber widersprochen habe, weil ich gesagt habe, das mit den Geometrien passiert irgendwie magisch. Das ist halt nicht so, man muss die Geometrie angeben und muss aber auch angeben, wie man konvertiert haben will. Das heißt, man sagt, bei einem Way ist es ja typischerweise, möchte man da jetzt ein Polygon draus machen oder möchte man da einen Linienzug draus machen? Das gibt man an und das kann man eben für jedes Objekt anhand der Tags eben einzeln entscheiden. Und genau, also das kann man weiterhin so machen, das geht. Genau. Und ich glaube, eine Frage, die war auch, glaube ich, sehr, sehr relativ am Anfang. Ich weiß nicht, ob du das auf deiner Folie hattest. Quasi beliebig groß, wie größer als 64-Bit long. Vielleicht kannst du das auch nochmal einordnen, quasi. Ich glaube, das war sehr am Anfang deines Vortrags. Genau, ja, das war am Anfang. Da ging es darum, dass wir keine negativen IDs mehr erlauben, aber dafür das so jetzt ist, dass positive IDs jede Größe haben können. Also es geht um Node-IDs hier im Wesentlichen. Und das Problem ist da einfach, dass die OSM-Daten verarbeiten, so wie sie von OSM kommen, war nie ein Problem. Aber es gibt immer wieder Leute, die andere Nicht-OSM-Daten haben und die auch in das OSM-Format wandeln und dann zusätzlich laden wollen. Irgendwelche eigenen Daten, die sie zusätzlich haben, die sie nicht bei OSM hochladen wollen. Und die müssen sie natürlich irgendwelche IDs vergeben, weil jedes Objekt halt eine eindeutige ID haben muss. Und das kann man machen, indem man denen negative IDs gibt. Das ist eine Sache, die gerne verwendet wird. Oder man macht es so, indem man halt sagt, naja, ich nehme die ID und addiere irgendwie 50 Milliarden obendrauf. Und dann ist das eine ID, die bei OSM nicht verwendet wird. Und das hat aber immer wieder Probleme gemacht, weil unsere Datenstrukturen nicht unbedingt darauf vorbereitet waren. Und dann irgendwie hat es gigantisch viel Speicher gebraucht oder irgendwie sonstige Probleme gemacht. Und das Problem haben wir beseitigt. Das heißt, eigentlich müsste es jetzt so sein, dass man ganz egal, welche IDs man verwendet aus dem 64-Bit-ID-Raum, es immer gleich schnell und gleich gut funktioniert. Das klingt doch gut. Das ist doch auch ein schöner Abschluss quasi zur heutigen Fragestunde. Danke, Jochen, für deinen Vortrag. Danke, dass du für die Fragen hier nochmal zur Verfügung standest. Wenn Sie hier bleiben, geht es in 10 Minuten weiter, nämlich um Punkt 12 mit den Lightning Talks. Es gibt 4 Stück und von Lastenrad-Routing bis zum Galgen, um das mal so einfach ein bisschen in den Hänger zu machen, geht es hier gleich weiter. Von daher danke, Jochen, an dich nochmal und wir sehen uns dann hier gleich um 12 Uhr.